Hallihallöchen und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, heute in unserer World 21. Ich freue mich. Ich stelle gerade nochmal den Ton ein bisschen ein. So, jetzt haben wir es. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in einer neuen Runde von Fallout Shelter. Hier seht ihr schon wieder, alle Leute sind, fertig mit dem, was sie getan haben. Und wir klicken uns mal ganz kurz ins Missionsfenster und schauen mal kurz. 34 Stunden Ödland. Da schauen wir mal, wie lange die Leute gleich unterwegs waren. Aber erstmal klicken wir hier die Sachen durch. So grob zumindest. So, hier haben wir jemanden zurück. Der ist zurück. Der hat noch Stimpacks. Hat auch noch Stimpacks. Aber ich glaube, die 34 Stunden schafft keiner von denen. Ja, er könnte es vielleicht schaffen und sie auch. Aber hier sieht es auch ganz gut aus. Lassen wir die mal noch ein bisschen laufen draußen. So, sammeln wir mal kurz hier fröhlich alles ein. Und missionstechnisch müssen wir heute mal versuchen, dass wir hier unten was starten mit den Feuergeschichten. Dafür werden wir uns gleich mal ein paar hochqualifizierte Leute hier aus dem Generatorräumen klauen. So. Fangen wir mal hier unten an. Nehmen wir mal den untersten Raum und gucken da mal ein bisschen rum. Ja, hier. Stärke und Lack. Volle Dröhnung. Dann schon mal in den rechten Raum da. Ihr beide könnt da nach nebenan gehen. Stärke und Lack. Volle Dröhnung. Hier unten haben wir nämlich inzwischen unsere Generatoretage eingerichtet und betreiben sie jetzt auch so langsam. Hat jetzt auch nur 3 Tage gedauert, die Leute jetzt so langsam darunter zu klabüstern. Ja, alle nicht so die Stärkebegabten. Hier haben wir noch einen. So, jetzt müssten wir 3 Leute da unten haben. So, nein, 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 nein. So, den Raum will ich eigentlich nicht leer machen, weil das ein großer Generator ist. Haben wir oben noch bestimmt noch den kleinen Generatorraum, oder? Da. Aber die haben auch alle nichts drauf, toll. Hier vielleicht? Nee. Gut, dann müssen wir doch die guten Räume nehmen. Macht aber nichts, dann sind die guten halt schon unten. So, blöder Maulwurfsrattenangriff, dann können wir jetzt auch erstmal keine Leute verschieben. Weil das natürlich nicht funktioniert, dann lassen wir die Ratten mal da oben bekämpfen und schauen hier mal ganz kurz rein und rüsten die mit vernünftigen Waffen aus, weil wir hier unten gleich mal ein bisschen Action lostreten wollen. Da wir die Feuermission haben. Den einen Raum werden wir erstmal auf der Stufe 1 lassen, ein ganzes Weilchen. Oh. Und wir haben Unfälle aufhalten als Mission. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Und wieso hast du so ein komisches Outfit an, wenn du in einem Dings arbeitest? Na, haben wir kein vernünftiges Stärke-Outfit? Doch, hier. Offiziersbekleidung. Ach so, weil das hier der E-Raum ist. Hier ein bisschen geistlicher Beistand in der Cola-Fabrik kann auch nicht schaden. So, gute Frau, du gehst dann auch mal runter. Die gute Frau geht hier mal hoch irgendwo hin. Hä? Ach, den haben wir genommen, okay. Da-da-da. So, 2 Stück brauchen wir noch. Der hat sogar eine vernünftige Waffe, sehr schön. Die brauchen wir da auch gar nicht mehr wechseln. 2, 4... 5 haben wir jetzt, einen noch. Nee, nee.
Ja. Und nach unten mit der guten. Werden wir hier unten unsere Dings-Mission starten. Die Umfälle- und Feuermission. Dass wir das gepackt haben. So, das noch. Neue Bewohner. Ich darf da noch ein bisschen trainieren. So, die Stärke-Leute sind alle im Training. Ja, maximale Stufe, ja, eh. Hm. Ja, die Charisma-Leute. Mit denen anstellen soll, weiß ich auch noch nicht so richtig. So, wir können mal den Glücksraum durchgucken. Vielleicht hat sich hier mal endlich jemand maximiert. Ja, er hier. Intelligenz und Glück auf volle Dröseli. Oh, Foto. Nein, kein Foto machen. So, können wir hier oben vielleicht nochmal ein bisschen die Intelligenz des Etablissements steigern? Nein. Dann geht der Intelligente auch hier in den A-Raum. Und hier haben wir auch noch jemanden mit maximaler Stufe und auch ein A-Typ. Toll. Es tut mir leid, werter A-Typ, aber du musst jetzt mit in die Kneipe und ein bisschen Spaß haben. Kann man das Fenster da mal irgendwie zumachen, bitte? Na, ah, geht doch. So. Das. Da. So, haben wir denn jemanden mit Stärke? Super Reaktor. Ja, Fitness Center. Ah, da unten. Christian Lane. Darf da hingehen und sich da fortbilden. Wie Casino-Lack erledigt. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Hier, Sportstudio. Den können wir auch noch rüber lümpfen in dieses andere Elding. Gar nichts erledigt. Eine Stunde 7 braucht er. Lügt mich der an? Die Bewohneranzeige. Wie frech. So. Ach, das hat jetzt eigentlich wenig gebracht. So, aber wir können jetzt die anderen Räume, die wir jetzt leer haben, aufstocken. Wieder mit den Leuten, die wir da rausgezogen haben. Dann können wir vielleicht auch einen von den Reaktordingern wieder abreißen. Aber das schauen wir erstmal. So, einen müssen wir noch irgendwo unterbringen. Da zum Beispiel. Dann können wir den hier entfernen. So, und den auch. Dann haben wir hier unten vermutlich jetzt volle Hütte, was die Mitarbeiter angeht. Ja, 6 von 6. Und dann können wir hier unten die Geschichte mit den Unfällen provozieren. Aber da sie auch alle lucky sind, wird das hoffentlich nicht so schnell passieren. Und kriegen dadurch hoffentlich nochmal ein bisschen Kohle zusammen. So. Huch, falsch. So, da unten Tempo und go. Oh, das hat aber mal früh eingesetzt mit dem Fehlschlag. Maulwurstrattenangriff. Uiuiuiui. Ja, genau so wollte ich das. So sind dann die Umfälle schnell unterbunden. So, nächster Fehlschlag. Ja,
Ja, läuft halt. Läuft richtig gut. Aber Schaden nehmen die doch ganz schön in der kurzen Zeit. Nein! Und jetzt haben wir sogar ein paar Kakerlaken, wie süß. Im Bruchteil von Sekunden tot waren. Na, die Leute sind auch noch alle Level Unterirde. Unterirdisch. Mit Stufe 7, 5 und so ein Quatsch. Es nimmt denen auch so langsam dann die Motivation, umso öfter sie was fehlschlägt, aber was sein muss, muss sein. Hui, wieder ein Level up. So, hier starten wir mal Tempomodus und oben sind wahrscheinlich wieder alle Räume fertig. Oh, mal ein Feuer, sehr schön. So. Schön alles in die Tasche stecken. Perfekt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reaktorräume haben wir. Muss man mal gucken, ob das auch vielleicht mit weniger reicht. Ja, insgesamt haben wir jetzt 10 und einen habe ich schon abgerissen. Mal schauen. Vielleicht noch eine zweite Etage Reaktoren mit der Zeit. Aber dafür bauen wir dann langsam oben erstmal ab. Maulwurfsratten. Wieso haben wir heute so viele Leute in Level Up? Ja, ganz erstaunlich. So, das. Hier noch ein bisschen. Alles klar, die Miss Flukati. Uiuiui, sind die schlecht drauf. Ich glaube ich gerade gesehen, 16%. Können wir jetzt die Mission aufmachen? Jawohl. 2 von 16 Feuern gelöscht. Das ist jetzt das dritte. Und dann noch 5 andere Fehlschläge vereiteln. Naja, jetzt nur 4. Da werden wir jetzt auch noch... Die 4 werden wir die nochmal durchquälen. 38% Zufriedenheit. Muss halt sein, wir wollen ja auch mal ein bisschen was erleben hier. Beziehungsweise auch mal wieder ein paar Missionen meistern. So. 2 Stück, glaube ich, noch. Wallo. Ja, hier dieses Mini-Feuerchen. Es ist ja, kann man ja drauf spucken und es ist futschi. So, 15. Ja, jetzt noch 2, okay. Alles klar. Wer hat das da? Nun, Erfolg. Da jubelt die World. Und die nächste Runde. Und die nächste Runde. Oh, haben wir aber gerade einen Lauf. Unglaublich. Ja, allerdings. Und wir kommen nicht über die 50%. Na doch, jetzt wieder. Und dann... Geht's jetzt immer noch höher? Nee, 48 wieder. Was ist denn gerade los? Ja. Aber die Zufriedenheit ist wieder gestiegen. So. Das war jetzt bestimmt 5, 7 Mal hintereinander geglückt. Krass. So, damit hätten wir die Mission gepackt. Wir bräuchten nur noch ein paar mehr Feuer. Aber das können wir nicht so schön
provozieren, dass es brennt. Daher werden wir jetzt erstmal mit der mit beendeten Mission uns zufrieden geben und mal schauen, was wir jetzt kriegen. Verbessere 3 Räume. Nö. Ne, geh weg! So, 3 Räume verbessert. Für die Kronkorken hat sich das eigentlich nicht gelohnt, aber jetzt haben wir im Wesentlichen noch mal ein bisschen mehr Lagerplatz. Sammle 14 Waffen. Perfekt, dass wir noch ein paar Leute hier draußen stehen haben. Naja, 2. Sollten wir 14 Waffen zusammenbekommen bei einem von denen? Ja, bei ihm vielleicht nicht. Naja, spätestens wenn wir beide zusammen reinlassen. Oder auch doch. Können wir uns die Belohnung auch abholen. Verbessere 5 Räume. Da will ich jetzt eigentlich nichts so Großes mehr holen. Da holen wir uns was wir hinterher verkaufen. Oh nein. Dann sammle ich hier unten kurz ein und dann müssen wir uns da oben mal mit den Todeskrallen auseinander. Zoom raus. So, mit den Todeskrallen auseinandersetzen, die jetzt an unserer Tür klopfen, aber wir sollten eine vernünftige Abwehr hier oben stehen haben. Er hier mit seiner Weltraumpistole. Was hast du denn für eine Scheißwaffe? Gibt's den hässlichen Todeskrallen. Und zerfetzt ihnen die Annalen. Was bist du denn für ein Kack-Nasen-Eimer? Na? König, grill ihn. Sehr schön, König. Bist der King-König. Ja, darum ist er der König, weil er der King ist. So, und da hätten wir schon wieder ziemlich viel Kohle drin. Ist zügiger als gedacht. So. Deiner, bauen. Dahin. Tim. Kein Tempomodus möglich. Aufwerten. Nein, ich will den Bauhammer da. Deiner, bauen, dahin, dumm. Aufrüsten, dumm. Dumm. Bauen, deiner, dumm. So, eingesackt. Was kommt jetzt? 48 Waffen sammeln. Ja, da gibt es nämlich noch eine vernünftige Belohnung für. So. Das Mäuschen verseuchte Rattenloch verkaufen wir mal wieder, genauso wie den Raum. So, schön den Strom mitnehmen. Hier unten sind die auch wieder durch. Hui! Wir sind heute sehr aktiv, was unsere Vault-Mission angeht. Finde ich schön. So, mal ein paar Waffen gesammelt. Und du kannst wahrscheinlich jetzt nochmal länger draußen bleiben, falls wir die Mission mit den anderen nicht packen. Das sind ein paar mehr Stimpacks mit. Und du gehst auch wieder raus. Obwohl du halb tot bist. Aber dafür hast du ja ein paar Stimpacks dabei. So. Das. Und rein theoretisch können wir nochmal hier die eine Mission wegklicken. Mit dem Feuern, weil die werden wir eh so schnell nicht fertig haben. Führe den Tempomodus erfolgreich in 17 Räumen durch. Versuchen wir es erstmal hier unten. Ja, das war mal zu erwarten. Na klar, jetzt kriegen wir ein Feuer. Aber bevor wir uns jetzt hier noch weiter mit dem Tempomodus beschäftigen, sehe ich, dass wir schon am Ende der Folge sind. Heute
ging es eigentlich nur um unsere Vault. Gar nicht über ein anderes Thema gesprochen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen heute. Wenn das so gewesen sein sollte, würde ich mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen in einer neuen Runde von Fallout Shelter. Und dann sehen wir uns hier morgen in der Spielhalle auf jeden Fall auch nochmal wieder. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und ein baldiges Wochenende. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ciao.